Die neuesten Nachrichten werden Ihnen heute direkt nach der Geschichte zugesandt, die die Fans zum Weinen bringt. 2 Uhr morgens bei Gästen im Ort wurde ein Herzstillstand diagnostiziert. Tut, 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 das waren die letzten Pieptöne des Elektrokardiogramms in der Notaufnahme. 5 Ärzte brachen in Tränen aus, denn mein Idol Gästen im Ort ist nicht zu retten. Eine tiefe Traurigkeit in den Herzen derer, die Gästen im Ort direkt behandelt haben. Das muss eine traurige Erinnerung sein. Geschichte gestern Abend, gestern Ort auf dem Weg zum Zentrum für Kultur und Sport Berlin zum Besuch des Weihnachtsfestes und Freunde. Dann hatte er plötzlich einen schweren Verkehrsunfall und glücklicherweise wurde er, als er erfuhr, dass er es gestern Ort war, sofort ins große allgemeine Krankenhaus in Berlin zur zeitnahen Notfallbehandlung gebracht. Dieses Glück von gestern Ort wurde von Gott bezeugt, als am 7. Tag um 12 Uhr die Operation durchgeführt wurde. Laut Erstdiagnose erlitt er gestern Ort ein Schädelhirntrauma, gebrochenen Arm und gebrochene Rippen. Sicherlich werden diejenigen, die dieses traurige Bild sehen, wie wir Tränen vergießen. Es war zu überraschend und zu schockierend, als diese Information nachts um 12 Uhr verbreitet wurde. Nach heute Abend wird Kerstin Ort den Fans vielleicht für immer in Erinnerung bleiben. Er wurde schwer verletzt und hatte kaum eine Chance auf Genesung. Bitte senden Sie die größte Ermutigung an Kerstin Ort. Betet für Kerstin Ort, dass sie diesen Schmerz bald überwindet. Gute Besserung und zurück zu den Fans. Gebete am Dom werden verbreitet, damit alle Gäste Ort helfen können, diesen Schmerz bald zu überwinden. Er liegt derzeit noch im Krankenhaus. Nach der Operation teilte ihm der Arzt mit, dass es noch einen Monat dauern werde, bis alle Funktionen wiederhergestellt seien. Es dauert einen weiteren Monat, um sich vollständig zu erholen. Vielleicht die Gebete des Publikums. Gott hat gehört und möchte, dass Gästin Ort bald gesund wird. Der Gesundheitszustand von Gästin Ort hat sich nach der Operation sehr schnell verbessert. Jetzt kann sie auch laufen und sich privat betätigen. Die Frau von Gästin Ort, Carolina Köppen, verurteilte unerbittlich diejenigen, die mit ihrem Auto in ihren Mann gefahren sind und seinen Unfall verursacht haben. Aktuell hat sich auch Carolina Köppen bei der Polizei gemeldet, um diesen Fall aufzuklären. Vielleicht braucht sie Klarheit und Transparenz. Sie muss herausfinden, wer der Schuldige ist. Ich hoffe, bald herauszufinden, wer den Unfall verursacht hat, damit ich Kerstin Ort ins Gesicht gehen und mich bei ihm entschuldigen kann. Auch Kerstin Ort durchlebt die heißesten Tage ihres Lebens. Kerstin Ort rät immer, stärker zu werden. Ihr Schicksal ist erbärmlich, denn was mit ihr passiert, ist wirklich unvorstellbar. Die Menschen wollten immer ein friedliches Leben haben, um alles für das Land und die Fans geben zu können. Aber was hat sie, Amanda, bekommen und was hat sie dafür bekommen? Sie musste sich dem ersten Mal in ihrem Leben stellen, als sie ihre Sexualität nicht scheute und sich ihr stellte. Im Inhalt des folgenden Videos werden wir weiter über Geschichten aus dem Leben von Kerstin Ort sprechen, die nie mit allen geteilt wurden. Freuen Sie sich auf uns im nächsten Teil und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, um die neuesten Nachrichten zu erhalten. Hallo und wir sehen uns wieder.